Schau mal, was ich gesehen habe das letzte Mal. In der Zeitung hat es geheissen, es gäbe jetzt ein Raumschiff. Und mit dem Raumschiff normalerweise können ja nur Astronauten ins Weltall fliegen. Aber ganz normale Menschen, wie ihr oder ich oder Dagota, können auch bald einmal mit dem Raumschiff ins Weltall fliegen. Stellt euch das einmal vor, eine Schulreise im Weltall. Das wäre cool. Das wäre mega cool. He? Und es kostet, wenn man dort mitfliegen will, 200, nein, mehr, 300'000 Franken. Ja? Also so viel wie ein Familienskipass in Davos. Ja, etwa genau so viel. Das ist wahnsinnig teuer, das ist ein bisschen das Problem. Und da haben wir noch etwas gesehen. Ich habe das Film mitgebracht von dem Flugzeug oder von dem Raumschiff. Vielleicht fällt euch etwas auf, was ich nicht so cool finde. Schaut mal hin. Merci. Für das sollen wir 300'000 Franken zahlen. Das tut, wie tönt denn das? Da wird doch niemand mitfliegen, das ist doch keine Rakete. Wenn ich 300'000 Franken zahle, dann will ich ein richtig gutes Raketengeräusch. Und jetzt haben wir Folgendes überlegt. Wir nehmen noch mal den Lärmometer vor. Und wir machen jetzt so ein lautes Raketengeräusch, dass der Zeiger grün, gelb, orange, rot und dass er dann verjagt, dass er bis nach oben schlitzt. So ein lautes Raketengeräusch müssen wir haben. Schaffen wir das echt? Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir. Also, auch die daheim, ja? Die alten Damen und Herren dürfen auch laut mitmachen. Ja? Das Gebiss rausnehmen und laut. Ja? Richtig lautes Raketengeräusch. Nicht nur das reicht nicht. Es muss richtig laut. Raketen, Donner, trampeln, so laut wie es geht. Achtung, können wir dann noch mal das Film dazu haben? Schaut hier in das Film und immer das Geräusch dazu. Auf die Plätze, fertig, Raketenstart! Gemacht. Ganz gut gemacht, Kinder. Bravo! Sehr gut gemacht! Super!